Hallo, wer trotz Corona am Ball bleiben möchte, für den habe ich einige Übungen. Erste Übung: jongliere 10 Mal und treffe danach in den Eimer. Übung 2 ist für jeden, der ein Partner oder ein Geschwisterkind hat. Hierbei jongliert man 10 Mal und trifft danach in den Eimer. Wer nicht trifft oder wenn beide nicht treffen, muss man 5 Liegestützen machen. 3, 2, 1. Übung 3 bringt euer Gehirn auf ein höheres Level. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Ball und ein Mitspieler. Teil A für die Unterstufe. Dabei führt man einfach Befehle aus. Kopf, Hand, Kopf, Fuß. Teil B für die Mittelstufe. Hierbei wird der Befehl nur ausgeführt, wenn davor ein Und jetzt folgt. Und jetzt Hand, Kopf, Fuß. Und jetzt Kopf, Kopf, Hand, Hand, Fuß. Wie ihr seht, ist es gar nicht mal so einfach. Drittens C für die Kursstufen, alle anderen schlauen Leute. Kopf wird hierbei zu Fuß, Fuß zu Kopf und Hand bleibt Hand. Fuß, Fuß, Kopf, Hand, Kopf, Fuß, Kopf, Fuß, Hand. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, bleibt am Ball und genießt die unterrichtsfreie Zeit.